So, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren, also neuen, für den neuen ersten Neujahr, sagen wir mal so hier. Und natürlich heute beginnt endlich mal das neue Jahr, beginnt das Jahr Jahres für euch natürlich 2019. Ja. Ja, also ich habe natürlich mal so für euch natürlich heute wirklich vorbereitet. Und deshalb machen wir das so, dass wir natürlicherweise für euch natürlicherweise ohne Socken. Erstens natürlicherweise kommt ihr natürlicherweise weiter und verschiedene Spiele natürlicherweise für euch zu, natürlicherweise zuzuschauen. Ist ja kein Problem. Und natürlicherweise will ich natürlicherweise präsentieren, natürlicherweise den neuen Farming Simulator, der schon seit den letzten paar, also wenigstens ein paar Monaten da rausgekommen ist. Erstmal für mich von der Eindruck sieht es für mich erstmal okay aus. Also ich will ja nichts ganz gut, also nichts was darüber gut und schlechteste darüber sagen für die Softwareentwickler natürlich, also von den Jans, die hier natürlich die Spiele rausbringt, natürlich was er da raus für den Simulatoren. Also natürlich hat man das hier ganz normal, ne? Wie bei letztes Mal so, ja, hier zum Beispiel, ne, wie man es sieht. Wir gehen da erstmal einmal mal durch hier ein bisschen kurz. Hier sind die Spielstände natürlich, die ich habe. Wenn man hier zum Beispiel ein neues gibt, gibt es da ein neues halt Kategoriemodus. Ne? Es gibt ja hier neuer Farmer, dann Farmmanager und bei Null Beginner. Das heißt, kein Haus, aber doch noch schlechtesten als so Preise halten. Dennoch kann man noch einen Kredit holen. Das wäre auch eine gute Sache, aber Farmmanager finde ich ja gut. Okay, da hat man schon ein bisschen paar halt Geräte oder Fahrzeuge. Ne? Also quasi platzierbaren Häusern und so weiter. Aber neuem Farmer, denke ich mir, da hast du was alles dabei. Mit gutem Kontostand, mit 100.000 Euro oder Dollar halt. Je nachdem, wie die Währung für euch natürlich als relevanteste überhaupt, was ihr zockt. Ja, ist wahr. So, und dann gibt es auch noch eine Multi hier. Natürlich kann man hier erstellen und beitreten. Es gibt auch noch hier dedicated Server mieten. Ja, das ist ja so. Du kannst ja selber die eigene Stimme hier mieten lassen, also dass die auch die anderen auch natürlich halt in Zocken reingehen, ja, natürlich war es auch mit Passwort und Pipapo. Das ist auch ein bisschen so extra Aufwendung, natürlich halt auch mit, ja, pro Monat halt musst du auch so ein bisschen mitzahlen, ja, ungefähr. Da war nicht so hoch, aber unter 50 Euro so ungefähr Minimum. Dann gibt es auch noch die Kulturjagd, aber auch Pflanzenschutz. Gibt auch Dünn, also hier, die hier, Kaffee, verschiedene Kategorien. Dann gibt es auch Mods, gibt es auch natürlich was am Start, die werde ich auch natürlich in den nächsten Parts natürlich für euch, ja, zeigen. Also ich habe schon die Dinge natürlich schon drin, ja, zum Beispiel so ein Bauhof Weber, ja, ist auch da endlich mal da drin. Da kommt natürlich auch weiter. Echtes Uhrzeiten, wunderbar. Kriegt auch noch natürlich was Erfahrung, weitere Mods natürlich was noch. Vorbei, also für mich halt so was wichtig wäre, zum Beispiel Follow Me oder ja, diese 4 Jahre Zeiten ist ja auch nicht schlecht. Muss, ja, kann man auch da so auch lassen halt. Und genauso wie bei Drive Control auch so, ne? Könnte auch drin. So, was auch noch gibt, da gibt es auch ein paar Maps, gibt es auch hier natürlich also schon drin. Ne? Also hier ein paar Karten, also hier haben wir jetzt schon das Teil Rico, das ist die hier. Also so halt von den DLC von Landwirtschaft Simulator 17, glaube ich. Ja, steht auch hier hin, hier oben. Genau. Das
und mit 30 Feldern hier, natürlich darauf. Das ist auch schon relativ gut. Aber gut, hier hat man, brauchte man keine DLC, extra DLC zu kaufen, die mit dem extra Maschinen halt, mit dem Zuckerrohr oder Baumwolle natürlichweise. Aber es gibt natürlichweise auch Neues noch, natürlichweise die Details, natürlichweise auch dazu, zum Beispiel Pferde gibt es auch noch so ein Tier halt, ne? Heide oder sowas. Ne? Also da sind die, hier gibt es auch noch hier solche Lager. Und da halt, dass man ja Fahrzeuge darunter stellen kann. Ja, sonst gibt es auch nicht so großes halt. Fahrzeuge, ja, Geräte auch. Schon easy peasy, auch Anhänger. Ja, also es wird natürlich was in die nächsten Monate natürlich was ein paar, also noch weitere Mods natürlich was herauskommen. Das dauert natürlich was erstmal hier für die nächsten Monaten. Das kann man ja natürlich weiter verstehen. Dass hier natürlich was ein bisschen besorgt durch ist. Schade, dass jetzt auch noch ihr mein Freund ja auch nicht hier der Getreidemann natürlich was nicht haben. Also ich möchte, dass er auch holt. Der sagt, weil der sagt ja natürlich was, das ist ja langweilig, ich weiß, warum soll ich denn holen? Ja, guckt einfach mal bei mir mal nochmal richtig mal zu. Und dann ist ja gut. So. Dann gehen wir mal zurück hier. Da gibt es auch noch hier Erfolge. Ne? Hier. Hier erfüllte Rennmission, 50, 100 Missionen. Ja, das ist ja natürlich was alle Weile. Und, ne? Dann gibt es auch noch Optionen alle. Ne? Die habe ich auch selber erstellt. Zeige ich schon. Schon Anfang an, ja, mit Gameplay mache ich auch, also mit Controller fahre ich ja lieber und dann küsse mit gerade hier von dem Jan Software GmbH, finde ich ganz gut und finde ich hier erstmal, ist das erstmal die erstgelegene kleine Einführung und jetzt wollen wir natürlich heute euch mal zeigen mit, ja, mit sogenannten mit Mods natürlich, also hier unterschiedliche Mods. Big Bad habe ich auch da drüber. Ja, da ist er schon, ja. Also nicht so krass so viele halt. Ja. Muss ich echt zugeben. Ist ja nicht so viele. Auf einen Haufen. Ich kann aber hier alle abwählen und wieder auswählen. So, ja. Okay. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht hier so. Zur Not können wir ja da halt so sehr verschiedene. Ist ja eigentlich ja nichts großes weiteres halt Sinnes des Wortes, ne? Hier rausgeflogen oder was. Aber gut. Ja, also ich hatte natürlich was auch natürlich was bei damaligen meinem YouTube-Kanal halt. Auch oder mit meinem Kollegen Manfred halt die Level 17 gezockt, das ja wohl nur an, die hatte ich auch schon hier da halt extra so wirklich mit hier Thumbnail so aufgenommen und so was, ne, weißt du, wie ich hier da extra so mache. Aber hier damit, auch noch hier auf dem Kanal, da hätte ich jetzt so gerne keinen Bock mehr. Ja, ist doch wahr. Ist doch wahr. So. Das sieht jetzt mal schon mal gut so. Naja, hoffentlich weiß er. Habt ihr ganz bestimmt hier, also für euch natürlich was gut gewünscht für das 2019. Ich habe auch vielleicht auch gewünscht für den 2019, wenn es sich lohnt. Natürlich was eher halt hier eins runterlässt. Sondern halt natürlicherweise diesen noch meine Ausbildung machen, ey. Ja, weil das Problem ist es. Ja, so, ich könnte ja...